fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen, nur manchmal wird's auch nichts. Doch irgendwann klappt es dann. Paula und die wilden Tiere, Paula und die wilden Tiere, Paula und die wilden Tiere, geht ganz nah ran, ganz nah ran. Heute dreht sich alles um Streifen in Schwarz-Weiß. Film ab! Zebras und Gnus ziehen oft gemeinsam durch die Savanne. Zebras fressen nur die harten Grasspitzen ab, deshalb bleibt für die Gnus der untere weiche Teil des Grashalms übrig. Als Gegenleistung beschützen Gnus die Zebras vor Löwen. Eigentlich sind Zebras nichts anderes als gestreifte Wildpferde. Trotzdem werdet ihr kein Zebra finden, auf dem man reiten kann. Sie lassen sich nämlich nicht zähmen, weil sie viel zu störrisch und eigensinnig sind. Wenn Zebras von Ungeziefer gepiesackt werden, wälzen sie sich im Sand. So werden sie die kleinen Plagegeister wieder los. Bei jedem Zebra sehen die Streifen anders aus. Sie unterscheiden sich in Form und Verlauf. Das ist so einzigartig wie bei uns Menschen der Fingerabdruck. Und die Tiere können sich gegenseitig an ihrem Streifenmuster erkennen. Die Stuten bekommen nicht jedes Jahr ein Fohlen. Sie werden nur alle paar Jahre trächtig. Die kleinen Zebrafohlen müssen mit der Herde mitlaufen können. Deshalb lernen sie im Gegensatz zu uns Menschen bereits am ersten Tag das Laufen. Junge Hengste balgen sich gern. Hier seht ihr einen Scheinkampf. Die Tiere wollen sich nicht gegenseitig verletzen, sondern wie bei einem Wettbewerb herausfinden, wer der Stärkere ist. Dafür gibt es klare Regeln. Die Hengste umkreisen sich und versuchen, den anderen in den Hals oder Kopf zu beißen. Oder sie bäumen sich auf und schlagen mit den Hufen aufeinander ein. Bis einer die Flucht ergreift. Am gefährlichsten ist es hinter einem Zebra. Mit ihren Hinterhufen können sie ganz schön austeilen. So wehren sie sich auch gegen ihre Feinde, oft mit Erfolg. Vielleicht werden die beiden Hengste später einmal richtig miteinander kämpfen. Zum Beispiel um eine Stute zu erobern. Oder einer wird den Leithengst herausfordern, weil der neue Anführer der Herde werden will. Nankuse, hier bin ich richtig. Ich bin heute in Namibia auf Nankuse, einer Auswilderungsstation für wilde Tiere, und lerne jetzt gleich Benny kennen. Ich bin etwas früh dran. Noch ist Benny nirgends zu sehen. Das nutze ich, um für meinen Blog die ersten Aufnahmen zu drehen. Auf Nankuse werden verletzte und verwaiste Wildtiere gepflegt und aufgezogen. Dabei helfen viele freiwillige Mitarbeiter aus der ganzen Welt. Aber nicht alle Tiere bleiben für immer hier. Die meisten werden wieder ausgewildert. Benny! Hey, Benny! Komm mal her! Darf ich euch Benny vorstellen? Das kleine Zebra. Hey, Benny! Hallo! Ah, da ist Dana. Hey, Dana. Hi, Paula. Hi. Wie ich sehe, hast du Benny schon gesehen? Ja, und gleich ist er wieder abgehauen. Ach, na klasse. Ja, der hat einen ganz schönen eigenen Willen, das der kleine Kerl. Das kannst du wieder sagen, genau, auf jeden Fall. Hast du irgendwas, was wir mit Benny unternehmen können, was wir mit ihm anstellen können? Ja, auf jeden Fall. Es ist wieder Zeit für seine Flasche. So, wir können zusammen die Flasche vorbereiten und du kannst ihm die Flasche geben. Sehr gerne. Ja. Super. Okay, ja, und wie kriegen wir ihn jetzt rüber? Rufen. Wir rufen und wir versuchen, ihn reinzutreiben. Okay, dann versuchen wir es. Ja, okay, geht los. Doch Benny will nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass ein junges Zebra so bockig ist. Dana schlägt vor, ihn in Ruhe zu lassen und seine Flasche vorzubereiten. Da Zebras keine Kuhmilch vertragen, bekommt Benny ein ganz spezielles Milchpulver. Tun wir jetzt 27 Löffel. 27 Löffel? Okay. 7-mal am Tag wird Benny gefüttert und jedes Mal trinkt er mehrere Fläschchen leer. 27, fertig. Es riecht eigentlich ganz lecker. Cocktail für Benny.
Benni, Benni, Benni! Benni! Er zeigt uns den Po. Ja. Benni, komm! Benni! Komm, Benni! Fläschentime! Ah, jetzt kommt er. Benni! Komm, hier ist deine Flasche. Benni! 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 Jetzt kommst du. Jetzt kommst du. Oh, und es schmeckt dir. Dana, dann mache ich gleich mal ein Foto. Komm her. Wie seid ihr eigentlich zu Benni gekommen? Benni hat sich in einem Draht auf einer Wildfarm verfangen. Okay. In einem Zaun, in einem Zaundraht. Und die Besitzer von der Farm haben dann geschaut, ob die Herde zurückkommen. Also die haben Benni halt ganz alleine gefunden als Baby in dem Draht fest. Okay. Und haben gewartet noch für 6 Stunden, ob die Herde zurückkommt, ob die Mutter noch in der Nähe ist. Kein Zebra aufgetaucht, haben sie aus dem Draht rausgeschnitten und dann nach Hause genommen. Okay. Und eben auf normaler Milch angefangen, was schlecht ist für Benni. Er verträgt sie nicht, kriegt Durchfall, hat Magenprobleme. Okay. Und nach 2 Tagen haben sie dann Gott sei Dank uns angerufen. Wir sind direkt hingefahren und haben Benni geholt. Und war er schwer verletzt wegen des Zaunes? Ja, man kann es jetzt noch sehen. Er hat einige Kratzer am Hinterbein. Okay. Aber wir behandeln das jeden Tag und ist schon viel besser. Du, ich glaube, die Flasche ist leer. Ja, wir können noch Nachschub holen. Okay, ich hole mir Nachschub. Na klar. Benni, gib gleich mehr. Benni, guck mal. Hier gibt's ein neues Fläschchen. Hat immer noch Appetit, ha? Jede Menge Durst. Ja, okay. Ah, guck mal, hier sieht man, Benni ist ja gar nicht schwarz-weiß wie normale Zebras. Woran liegt denn das? Weil er noch ein Baby ist. Wenn du ganz genau schaust, ja. Vor allen Dingen hier an der Seite, kannst du sehen, hier ist schon ein schwarzer Streifen. Stimmt, da wird er schon dunkler. Genau, so das ganze Braune wird noch ausfallen und dunkel werden. Wann wird er dann anfangen, richtig Gras zu fressen? Wir nehmen an, so mit 6 Monaten. Also er wird noch so 2 Monate mindestens voll Milch kriegen. Und dann wird er selbst anfangen, Gras überall rumzunippeln. Dann werden wir einfach die Milch reduzieren, mehr und mehr. Kannst nichts machen. Flasche Nummer 5 ist fertig und Benni ist immer noch hungrig. Das will Dana ausnutzen, um Bennys Wunden zu versorgen. Ich starte hier jetzt gerade ein kleines Ablenkungsmanöver. Benni wird jetzt nämlich verarztet. Es hat geklappt. Er mag's nicht. Benni wirkt richtig ein bisschen beleidigt, dass wir ihn ausgetrickst haben. So, ich notiere noch schnell, wie viele Flaschen er getrunken hat. Sag mal, Paula, weißt du eigentlich, wie viele Zebraarten es gibt? Ja, das weiß ich. Es gibt 3 Stück. Ganz genau. Mhm. Und hast du eine Idee, was Benni ist? Benni, da muss ich mal kurz spicken. Ich glaube, ich weiß es. Und? Benni ist ein Bergzebra. Ganz genau. Stimmt das? Ja. Sehr schön. Ich kann es jetzt sogar erklären. Mhm. Und zwar müsste man bei Benni, ich will dich nicht stören, bleib ruhig liegen, hier hinten ein Muster erkennen, das aussieht wie eine Strickleiter. Genau, auf dem Rücken von den Bergzebras haben wir so eine Strickleiter. Genau, daran erkennt man einen Bergzebra. Und ich weiß noch eins, das sieht man hier total schön. Benni hat nämlich einen komplett weißen Bauch. Ja. Daran erkennt man auch das Bergzebra. Genau. Und noch ein Merkmal ist, dass die Streifen beim Bergzebra bis runter zu den Hufen gehen. Ah, okay. Was beim Steppenzebra nicht ist. Das sind ganz dünne Streifen, aber die Beine sehen viel heller aus beim Steppenzebra. Du, Dana, sag mal, warum sind Zebras eigentlich schwarz-weiß gestreift? Eigentlich sind die ja total auffällig und gar nicht so gut getarnt in der Natur, oder? Das hat mehrere Gründe. Zum einen zur Tarnung im Gras, im hohen Gras, fallen die nicht auf, weil das Gras halt auch Schatten wirft. Ah, okay. Dann zum anderen, wenn es sind Herdentiere, mehrere Tiere zusammen, verschwimmen die ganzen Umrisse von den Zebras. So ein Raubtier, was ein Beutetier aussucht, würde nie jetzt sagen können, okay, das ist ein Tier. Weil die ganze Herde erscheint als eine große Fläche, die ineinander verschwimmt, ohne Kopf und Hintern sozusagen. Genau, so die Raubtiere würden nie wissen, wohin. Ja, okay. Ja. Geschickt ist das. Und dann haben wir auch noch die Tsetse-Fliege in Afrika. Mhm. Das ist ein Überträger von der tödlichen Schlafkrankheit. Und Wissenschaftler haben jetzt ganz neu herausgefunden, dass die Tsetse-Fliege es einfach nicht mag, auf unebenen Flächen zu landen. Ah, okay. So für die Tsetse-Fliege mit den Rasteraugen sieht das Zebra mit den schwarz-weißen Streifen aus wie eine unebene Fläche.
und somit vermeidet sie es, darauf zu landen, sticht das Zebra nicht und das Zebra kann die Schlafkrankheit nicht bekommen. Super! Ja. Total schlau. Und die Tsetsefliege, ich hab dir was mitgebracht, okay, hat quasi auch wie diese Brille ganz viele Raster auf den Augen und deswegen erscheint das für die ganz verschwommen. Und wenn du da durchguckst, dann fühlst du dich einfach wie eine Fliege. Soll ich die jetzt aufsetzen? Okay. Ja, okay, das ist ganz schön schräg, ja? Während ich hier noch ein bisschen auf Fliege mache, gibt's für euch noch einen kleinen Film. Zebras fressen vor allem Gras, aber im Gegensatz zu Rindern sind sie keine Wiederkäuer, denn dafür brauchen Tiere Ruhe und viel Zeit. In der Savanne, wo ständig Gefahren lauern, müssen Zebras immer auf der Hut sein, bereit jeden Moment zu flüchten. Wenn sie ein Raubtier früh genug erkennen, haben sie gute Chancen zu entkommen, denn Zebras rennen bis zu 80 Stundenkilometer schnell. So wie diese Topigazellen halten sich auch Zebras am liebsten in der Nähe von Wasserstellen oder Flüssen auf. Die Tiere müssen nämlich viel trinken, damit sie das gefressene Gras auch verdauen können. Auf ihren Wanderungen durchqueren die Zebras oft auch Flüsse. Das ist ziemlich riskant. Während an Land Löwen und Hyänen gefürchtete Feinde sind, müssen sie sich im Wasser vor allem vor Krokodilen in Acht nehmen. Diese drei sind also die gefährlichsten Feinde der Zebras: Löwe, Hyäne und Krokodil. Reglos liegen die Krokodile im Wasser. Sie sind hungrig. Doch nicht jeder Angriff ist erfolgreich. Zebras können auch einem Krokodil eine kräftige Ohrfeige verpassen. Trotzdem muss ein Zebra immer auf der Hut und reaktionsschnell sein. Besonders gefährlich sind Stromschnellen und Strudel. Es kostet Zebras viel Kraft, hier durchzuschwimmen und in Ufernähe auf den Beinen zu bleiben. Die Krokodile erwischen meist schwache oder verletzte Tiere. Der Rest der Herde ist froh, endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Hey, Benny, da bist du ja. Na, hast du dir ein schattiges Plätzchen gesucht? Hi. Hallo, mein Freund. Oh. Ihr seht schon, Benny genießt es, wenn ich ihn streichle. Zebras sind nämlich total soziale Tiere und suchen immer den Kontakt zu anderen. Na, am schönsten wäre es natürlich, wenn wir eine Zebraherde für Benny finden würden. Na, Benny, wollen wir ein Nickerchen machen? Paula? Ah, Dana! Kiewit, unser Spurenleser, hat gerade angerufen. Der hat Spuren von anderen Zebras gefunden. Toll! Eine Familie für Benny vielleicht? Ja. Super, können wir da hinfahren? Ja, auf jeden Fall, los. Toll! Benny, es tut mir leid, bis später. Ich suche jetzt eine Familie für dich. Wir müssen uns beeilen. Niemand weiß, wie lange die Zebras an der Stelle bleiben werden, wo der Spurenleser sie gefunden hat. Dana hat mir erzählt, dass Benny wieder ausgewildert werden soll. Deshalb beobachtet sie die Zebraherden, die in der Nähe von Nankuse vorbeiziehen. Da wartet Kiewit. Hey Kiewit. Yes. Hochhandet. Yes, moin, hochhandet. Ich habe Kiewit gerade gefragt, wie es ihm geht. Okay. Ja. Paula, der Kiewit wird jetzt mit dir hier lang gehen. Ihr müsst nur schön leise sein. Okay. Ich versuche hier hinten rumzugehen. Und dann werden wir mal sehen, ob wir sie kriegen. Vielleicht treffen wir sie ja. Super. Okay. Kiewit ist einer der wenigen Fährtenleser, die es noch gibt. Er weiß, wie man Tiere in der Wildnis aufspürt. Ob wir die Zebras finden werden? Sie haben nämlich gerade Junge und sind deshalb besonders scheu. Kiewit gehört zur Volksgruppe der San. Sie finden es unhöflich, mit ausgestrecktem Finger auf etwas zu zeigen. Deshalb krümmt Kiewit seine Finger zu einem Ring. Was ist hier, Ritena? Ich frage Kiewit auf Afrikaans, was das für eine Spur ist. Okay, ich glaube, er meint eine Giraffe. Guckt euch das mal an. Die ist größer als meine Hand.
Vielleicht sehen wir gleich die Giraffen. Kiewit sagt, die Spur sei noch frisch. Wir müssen jetzt ganz leise sein, um sie nicht zu verjagen. Das sind Giraffen. Das ist so ein toller Moment, diese Riesentiere hier in der freien Wildbahn zu sehen. Lange können wir sie nicht beobachten. Die Giraffen bemerken uns bald und nehmen schnell Reißaus. Ob Dana auch was Spannendes gesehen hat? Kurz bevor wir sie treffen, sind wir noch mal auf eine Giraffenspur gestoßen. Aber eigentlich wollen wir eine Zebraherde für Benny finden. Während wir auf Dana warten, versucht Kiewit mir noch etwas über Spuren beizubringen. Da ist Dana, Dana! Und, habt ihr was gesehen? Nichts. Ich auch nichts bei mir. Nicht mal mehr eine Spur von einem Zebra. Wie wär's, wenn wir uns da in den Schatten setzen? Mhm. Vielleicht haben wir Glück und die kommen zum Wasser trinken. Ist halt in der Wildnis so. Die sind ja auf Bestellung da. Und Kiewit kann auch noch mal losgehen. Und vielleicht findet er die in der Nähe. Super Idee. Okay. So machen wir's. Kiewit, dann kriegt doch noch Biki Deikant. Wir können jeder hört da so. Okay. Und sei so lange hier wach. Okay. Danke. Danke. Dann suchen wir uns mal ein gemütliches Plätzchen. Ja. Ha? Ach komm, wir setzen uns hier hin. Ja, hier ist schön. Was meinst du, wie lange wir warten müssen? Das kann man schwer sagen. Muss man einfach Geduld haben. Okay. Einfach Geduld haben. Ich will doch unbedingt die Zebras sehen. Oh Mann. Meinst du, wir kriegen heute noch einen Zebra zu Gesicht? Lässt sich schwer sagen. Aber warum gucken wir denn nicht mal auf der Kamerafalle? Ach, es gibt eine Kamera? Ja. Super. Wir haben ja am Baum eine Kamerafalle und da gucken wir einfach mal, ob letzte Nacht welche hier waren. Prima Idee. Komm. Lass uns das machen. Danas Kamera zeigt auf eine Wasserstelle. Wenn Tiere zum Trinken kommen, werden sie fotografiert. Jetzt bin ich mal gespannt, ob auch Zebras hier waren. Schau mal. Tatsächlich. Super. Klasse. Es waren echt welche da letzte Nacht. Zebras können nachts übrigens viel besser sehen als wir Menschen. Der Beweis, sie waren auch tagsüber am Wasserloch. Sogar eine ganze Herde. Da haben wir sie wahrscheinlich ganz knapp verpasst. So ein Pech. Für heute brechen wir die Suche ab und fahren zurück zur Wildtierstation. Vielleicht haben wir morgen mehr Glück. Am Abend hat uns Kiewit noch erzählt, dass die Herde weitergewandert ist. Hier hatte der Spurenleser gestern Nachmittag die Zebras gesehen. Aber das hier sind keine Zebras, sondern Springböcke. Unter einem Busch finden wir zwei kleine Karakale, Wüstenluchse, deren Mutter gerade auf Futtersuche ist. Und hinter einem Busch taucht auf einmal ein Strauß auf. Ich hoffe nur, dass wir heute endlich Zebras finden. Ich suche doch eine neue Familie für Benny. Ja. Schau, ganz deutlich eine Zebraspur. Toll. Und schau, hier ist sogar ein kleines. Ist ein Baby dabei. Oh, das ist ja süß. Das ist ja mini. Ja. Na, so wie Benny, ha? Ja. So groß in etwa. Ja, toll. Und wo sind sie längs? Hier verschwinden. Die sind hier reingegangen. Komm, hier stimmt, rein. Hier geht's längs. Ach, übrigens, wir sind hier in einer Dornbusch-Savanne. Warum das so heißt, zeige ich euch jetzt. Schöner Zahnstocher, hm? Wir haben die Spuren der Zebras wieder verloren. Hier im Gras kann man nichts mehr erkennen. Es kommt mir so vor, als hätten sich die Zebras einfach in Luft aufgelöst. Und dann auch noch die vielen Büsche. Das ist schwierig, um was zu sehen, weil alles so dicht zugewachsen ist. Ja. Gut getarnt sind sie auf jeden Fall. Ich weiß ja, dass Tarnung für die Tiere wichtig ist. Je besser sie sich verstecken können, desto sicherer sind sie vor Raubtieren. Auch die Oryx-Antilope, die ganz in unserer Nähe steht, hätten wir fast nicht bemerkt. Paula! Paula! Streifen!
Zebra? Wirklich? Wo? Krass. Eine Zebraspinne. Zumindest sieht sie aus wie ein Zebra. Die ist ja tatsächlich schwarz-weiß gestreift. Boah. Eigentlich ist sie ja total hübsch. Wenn man sich die mal aus der Nähe anguckt. Hm? Ist die giftig? Nein, die würde dich beißen, aber giftig ist er nicht. Können wir sie mal laufen lassen? Kannst du es probieren? Mit einem Grashalm? Das interessiert sie überhaupt nicht. Die macht gerade Mittagspause. Ja, okay, jetzt hat sie sich bewegt. Ja, aber Dana, ganz ehrlich, ein Zebra ist es ja nun nicht. Aber was denkst du eigentlich? Sind Zebras schwarz mit weißen Streifen oder weiß mit schwarzen Streifen? Schwarz mit... Weiß mit schwarzen... Nee, ich weiß es nicht, sag's mir. Das am besten, um das rauszukriegen, ist, wenn du beim Benni auch schauen würdest, wenn du das Fell zur Seite streichst, dann würdest du sehen, dass die Wurzeln von dem Haaren hell sind und die Spitzen dann erst dunkel werden. Also Basis ist es weiß mit schwarzen Streifen. Ah, okay, das habe ich noch nicht gewusst. Ja. Du, ich habe auch noch eine Frage. Ich habe herausgefunden, dass Zebras pupsen, wenn sie sich erschrecken. Das stimmt. Stimmt das? Ja, das stimmt. Das ist einfach von dem Gras, was die fressen. Wenn die das verdauen in ihrem Magen, dann gärt das und Gase entstehen. Deswegen sehen die Zebras auch so aufgeblasen aus. Die sind nicht dick, die sind nur aufgeblasen von den Gasen. Okay. Und das Gas muss halt irgendwo wieder hin. Und wenn sie sich erschrecken, dann... Jetzt haben wir immer noch keine Herde für den Benni gefunden. Wir suchen und suchen, ohne Erfolg. Später habe ich erfahren, die Zebras waren gar nicht weit weg von uns. Wir hatten sie einfach übersehen. Auf der Wildtierstation Nankuse in Namibia habe ich das kleine Zebrafohlen Benni kennengelernt. Benni ist ganz schön bockig. Das Fläschchen hat aber ganz brav getrunken. Dana und ich haben versucht, Benni zu überlisten. Er hat Wunden an den Beinen, die Dana mit einem Spray behandeln wollte. Dann gab Dana mir diese Facettenbrille. Damit sehe ich so, als ob ich eine CC-Fliege wäre. Benni sah ganz schön komisch aus. Zebras brauchen viel Körperkontakt. Weil es so heiß war, haben Benni und ich ein kurzes Mittagsschläfchen gemacht. Mit Kiewit, dem Fährtenleser, habe ich Zebras gesucht. Dabei hat Kiewit Spuren von Giraffen entdeckt. Und kurz darauf sogar die Herde. Das ist so ein toller Moment. Dana und ich haben stundenlang an einem Wasserloch auf Zebras gewartet. Ich wollte so gern eine neue Familie für Benni finden. Aber Wildtiere kommen leider nicht auf Befehl. Ziemlich lange haben wir gesucht, aber leider kein Zebra gefunden. Dabei waren sie ganz in der Nähe. Zurück auf Nankuse erwartet uns eine Überraschung. Benni wird bald nicht mehr so viele Milchfläschchen trinken. Ha, da ist Benni. Hey, guck mal, er frisst Gras. Ja, und je mehr Gras er frisst und weniger Milch, desto mehr pupst er. Also ich glaube, ich gehe jetzt lieber. Ciao. Sie fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran. Sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nichts, doch irgendwann... Lass es dann, Paula!